Herzlich willkommen bei Leine ab und leben. Im heutigen Video zeigen wir euch, wie wir Zaro das Ziehen beigebracht haben. Nehmt für diese Übung einen Gegenstand, welches euer Hund sehr gerne hat. Bei Zaro haben wir es erstmal mit einem Spielzeug versucht, stellten dann aber rasch fest, dass es mit dem Futterbeutel besser funktioniert. In langsamen Schritten den Hund erstmal den Gegenstand apportieren lassen und später den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Irgendwann kommt euer Hund nicht mehr direkt an das Spielzeug oder den Futterbeutel heran und das ist der Moment, wo ein Seil oder wie bei Zaro die Leine zum Einsatz kommt. Wir wussten im Vorfeld schon, dass Zaro nebst dem Futterbeutel auch die Leine apportiert. Also lag es nahe, die Leine am Futterbeutel zu befestigen. Wenn euer Hund weder die Leine noch ein Seil apportiert, dann nehmt als Verlängerung ein zweites Spielzeug oder einen zweiten Futterbeutel. Eine weitere Möglichkeit, ihr lehrt eurem Hund ein Seil oder die Leine zu apportieren und schon könnt ihr dies als Verlängerung benutzen. Bei dieser Übung setze ich das Signalwort schon sehr früh ein. Genau in dem Moment, wo Zaro die Leine in den Fang nimmt, benutze ich das Signalwort Zieh. Und helfen natürlich anfangs noch dabei. Lobt euren Hund für jeden Versuch und jeden Fortschritt. Zeigt eurem Hund, dass ihr begeistert seid. Nun viel Spaß beim Video und ich sage bis auf ein weiteres. Tschüss!